Wir sind sehr froh, dass Sie heute bei uns sind. Rolf Niggemeier, herzlich willkommen. Gerne. Und herzlich willkommen, Lady Foxy. Hallo. Also, ein Fuchs so aus der Nähe zu sehen, ist immer etwas Besonderes. Wie kam es dazu, dass die bei Ihnen eingezogen ist? Ja, das kam sehr plötzlich. Meine Cousine erzählte bei einer Familienfeier, dass jetzt gleich ihr Fuchs erschossen wird. Und da blieb mir fast das Herz stehen und ich fragte, wie kommt denn das? Und sie erzählte mir, dass Foxy, also jetzt Foxy, angefahren wurde. Ihre Mutter lag tot neben ihr. Und der Autofahrer war so lieb und hat sie zum Tierarzt gebracht. Und der Tierarzt ist er zu verpflichtet, hat den zuständigen Jäger angerufen, denn Füchse sind jagbares Wild und somit Eigentum des Jägers, und fragte ihn, was er damit machen sollte. Und der Jäger wollte sie gerne gesund pflegen und wieder auswildern, wie gesagt, der Mann meiner Cousine. Und das ist was Außergewöhnliches. Normalerweise werden verletzte Füchse erschossen. Das ist so in dem Naturschutzgesetz her auch. Aber er hat in seinem Revier sehr stark die Räude. Und es ist bekannt, dass wenn man weibliche Füchse gegen Räude behandelt, dass ihr Nachwuchs auch, ne, die Räude. Ja genau, das ist ein Parasit, der geht unter die Haut und sie verlieren dann ihr Fell. Und im Winter kommt der Frost da rein und die Tiere sterben dann qualvoll. Und von daher ist der Jäger angehalten, solche verletzten oder kranken Tiere zu schießen, damit die Krankheit sich nicht verbreitet. Also, sie saßen alle zusammen. Ihre Cousine hat dann diese Geschichte erzählt von einer kleinen Rotfuchsdame. Ja. Und was ist dann passiert? Ja, ich habe Blickkontakt zu meiner Frau aufgenommen und sie wusste sofort, sie hat keine Chance und hat dann nur genickt. Und dann hat meine Cousine ihren Mann angerufen und das war gerade noch rechtzeitig. Die Waffe lag schon auf dem Tisch, mit der sie geschossen werden sollte. Und er wollte nur noch kurz in sein Revier und danach wäre sie geschossen worden. Also 3 Stunden bevor sie geschossen worden wäre, habe ich davon erfahren und sofort auch ja gesagt, sonst wäre es zu spät gewesen. Sie sind Tierschützer, Sie setzen sich allgemein für Tiere ein. Aber hör mal, Foxy, da lebst du bei deinem Lebensretter. Wann war das? 2013. Und am 1. August habe ich sie dann abgeholt, nachdem ich aber die Genehmigung von den Behörden hatte. Ja. Denn das war mir bekannt, meine Eltern sind Jäger, die ganze Familie sind Jäger. Und ich wusste eben, dass es verboten ist, Wildtiere dauerhaft zu Hause zu pflegen. Ja, und mit welcher Begründung durften Sie sie behalten? Ja, das Gesetz hat da wirklich einen sehr, sehr engen Spielraum nur. Ich musste eben nachweisen, dass ich ein ernsthaftes Interesse habe, dass ich die räumlichen Begebenheiten habe und die finanziellen Möglichkeiten. Ich musste eine Prüfung beim Amtsveterinär machen, um mit ihr Öffentlichkeitsarbeit machen zu dürfen. Und ja, jetzt inzwischen, beziehungsweise schon seit über 2 Jahren, gehe ich mit Foxy in Schulen, in Kindergärten. Sie geht von sich aus, von Kind zu Kind. Sie macht Öffentlichkeitsarbeit. Aber ich möchte ganz laut sagen, dass es eine absolute Ausnahme ist. Ja. Normalerweise werden Füchse nicht so zahm, wie jetzt Foxy zahm geworden ist. Und ich möchte kein Vorbild dafür sein, dass jetzt Leute in den Wald gehen und sich da einen Fuchs angeln. Also ich denke, dieser Appell ist angekommen. Über die Kinder lassen Sie uns gleich noch mal reden. Lassen Sie uns doch noch mal so ein bisschen daran teilhaben, wie ist das Leben mit Foxy? Also ist sie wie ein Hund? Benimmt sie sich auch so? Ja, wie das habe ich zu Anfang gedacht. Denn darf ich sie auch streicheln? Dürfen Sie auch streicheln, ja. Ja, komm mal her. Sie dürfen sie auch gerne auf den Arm nehmen, wenn Sie möchten. Im Ernst? Sie ist ganz, ganz lieb. Echt? Ja. Wenn sie einfach mal. Ich steh mal auf. Wir machen das mal hier. So unter den Popo fassen. Unter den Popo fassen? Sie tritt mich erstmal weg. Ja. Geht das? Okay. Ja. So. Kommst du zu mir? Ja. Ja, ich habe einen Fuchs auf dem Arm. Ja. Und auch hinsetzen. Geht alles gut? Das geht alles gut. Er hat gesagt, du bleibst bei mir. Hallo. Ja. Ja, um sowas machen zu können, muss man das hundertprozentige Vertrauen von dem Fuchs haben. Denn sonst würden Füchse einfach zu scheu sein. Das macht ein normaler Fuchs so nicht. Aber mit viel, viel Liebe. Das Herz bubbert jetzt. Fühlt sie sich wohl bei mir? Sie fühlt sich wohl bei Ihnen. Sie kuschelt sich auch schon bei Ihnen in den Arm. Und sie drückt sich wahrscheinlich auch schon sehr stark an Ihren Körper. Das merken Sie. Wenn sie sich nicht wohlfühlen würde, würde sie jetzt von ihrem Arm runterspringen. Das könnten sie auch gar nicht festhalten. Die ist also so
quirlig, dass die da, wenn sie wollte, vom Arm runterkommt. Und das tut sie nicht. Warum also sie kann hat, die nicht mehr in freier Wildbahn leben? Es waren leider nicht nur ihre Vorderbeine gebrochen, was man zu Anfang vermutet hat, sondern auch die Schultergelenke. Und ich war verpflichtet, sie früh kastrieren zu lassen. Und dabei habe ich sie dann röntgen lassen. Und das war absolut verheerend, wie das aussah. Als ich sie bekam, lief sie nur so statt so. Mhm. Das lag einfach daran. Also zeigen Sie das nochmal, wir haben das jetzt nicht sehen können. So. Ja. Normalerweise läuft man ja so als Hund oder Fuchs oder Katze. Und das lag daran, die Vorderläufe waren mehrfach gebrochen. Und die Knochen wachsen wohl weiter, aber die Sehnen nicht. Und da habe ich 14 Tage lang mit ihr Dehnungsübungen gemacht. Und bis sie dann wirklich die Pfötchen wieder richtig gestellt hat. Richtig Krankengymnastik. Das heißt, richtig, Sie gehen mit ihr auch zum Tierarzt. Was sagen denn dann die Sprechstundenhilfen, die anderen, die dann da im Wartezimmer sitzen? Die freuen sich dann immer. Die freuen sich immer sehr, wenn wir kommen, denn dann ist immer Stimmung im Wartezimmer. Denn ich sitze ganz normal zwischen Hunden, Katzen, Vögeln. Also alle Tiere, die vom Tierarzt behandelt werden. Und Foxy ist eben, ja, inzwischen sitzt sie zwischen meinen Beinen. Zu Anfang war sie bei mir auf dem Arm. Und ja, selbst Hunde kann sie gut ab. Denn ich bin eine Weile mit ihr zur Hundeschule gegangen. Da hat sie also gelernt, wie Hunde funktionieren. Und der Fuchs ist ganz erstaunlich. Der guckt sich vieles, vieles ab. Und nachdem er eben so Hunde beobachtet hat, spielt sie Hund. Also sie schnüffelt auch an der Nase, schnüffelt hinten am Popo, wie das Hunde halt so tun. Sie schmust auch wie ein Hund. Ja, mehr schon wie eine Katze. Also sie ist sehr, sehr spusig. Ja. Bei Füchsen fällt einem immer Tollwut ein. Ja. Ist es ein Thema? Es ist heute Gott sei Dank kein Thema mehr. Nein, ich meine jetzt bei ihr. Sie ist geimpft. Mhm. Da ist man zu verpflichtet. Auch Hunde, die man mit ins Ausland nehmen möchte, müssen gegen Tollwut geimpft sein. Obwohl in ganz Europa über 20 Jahre keine Tollwut mehr ist. Aber man hat immer noch so viel Respekt vor dieser Krankheit, dass man da sehr vorsichtig ist. Müssen Sie Hundesteuer bezahlen? Hundesteuer brauchte ich keine bezahlen, weil sie ist ja ein Fuchs. Für Katzen braucht man auch keine Steuer zahlen. Die haben das Formular verändert und haben nicht Steuer drauf gegeben. Ja, aber ich habe sehr, sehr viele Auflagen bekommen. Ich habe insgesamt 5 DIN A4 Seiten mit Ausnahmegenehmigungen und Auflagen. Und das ist auch richtig und vernünftig so, dass wenn man eben Öffentlichkeitsarbeit macht, muss man einfach sicher gehen, dass von diesem Tier keine Gefahr, was jetzt Krankheiten betrifft, auf irgendwelche Kinder oder andere Menschen übertragen wird. Sie leben in der Nähe vom Neandertal in Hahn. Das heißt auch, da ist es sehr ländlich. Jetzt hat mir vorhin eine Kollegin in der Maske erzählt, die wohnt auch ländlich. Da hat ein Fuchs 14 Hühner gerissen, an einem Tag, alle weggeholt. Haben die Menschen Angst vor Lady Foxy? Nein, also der Fuchs ist natürlich ein Hühnerdieb. Steht auch überall in der Literatur. Aber manchmal ist es auch so, dass der Fuchs die Hühner nur abholt. Dann war der Marder nämlich da gewesen. Der wollte nämlich an die Eier von diesen Hühnern. Und die Hühner, die machen ein Riesentheater. Und das findet der Marder blöd, weil er dann eben denkt, die verraten mich jetzt. Der tötet die Hühner, lässt die Hühner aber da. Und der Fuchs hat eine sehr, sehr lange Nase und ist ein Aasfresser, also frisst tote Tiere. Und der riecht das immer in die Schuhe. Genau. Und das stimmt gar nicht. Der holt dann die Hühner ab. Und der Bauer oder der Hühnerbesitzer sieht natürlich, wie er quietschvergnügt mit den Hühnern abdackelt. Herr Niggemeier, Sie sprachen das schon mehrfach an. Sie machen Öffentlichkeitsarbeit. Das bedeutet, Sie gehen in die Schulen mit Foxy. Ja. Wir waren mal mit der Kamera dabei und gucken uns das jetzt noch mal an. Weil Foxy so eine Ausnahmefüchsin ist, eignet sie sich bestens als Botschafterin für ihre Artgenossen. Die Schüler vom St. Anna-Gymnasium in Wuppertal kennen Füchse meist nur gemalt, ausgestopft, bestenfalls aus dem Zoo. Und wie alt werden solche Füchse? Füchse werden 15 Jahre alt. Und so kommen die Kinder zu erstaunlichen Erkenntnissen. Also ich wusste nicht, dass Füchse im Winter weißes Fell bekommen. Ich dachte, die wären das ganze Jahr über rot.
Ich wusste nicht, dass Füchse jetzt keine Tollwut mehr haben und dass Füchse überhaupt Hundefutter essen können und aufs Katzenklo gehen können. Und zudem auch noch Musik lieben. Was man total schön sieht, ist, es hat kein Kind Angst vor dem Fuchs. Nein, das ist wirklich was sehr, sehr Schönes, was ich damit bewirken kann, dass ich mit dem Fuchs in die Schule gehe. Es gibt ja auch viele ausländische Kinder, die einfach von ihrem Land her gar nicht gewohnt sind, weder mit Haustieren, geschweige dann mit dem Wildtier Kontakt aufzunehmen. Die sitzen manchmal auch erst erschrocken in der zweiten Reihe und sind dann diejenigen, die mich nicht mehr aus der Schule gehen lassen wollen, weil die gar nicht genug kriegen können. Ach, die davon. Die ist auch so weich und so, ja. So warm vom Fell, das ist schon echt schön. Und ich bringe natürlich den Kindern auch bei, wie die sich verhalten sollen, wenn die in freier Wildbahn Fuchs sehen, dass man den natürlich nicht anfasst. Ja, jetzt haben wir da gerade in dem Film auch gesehen, sie greifen ihr, das war auch gerade, als sie mir gegeben hat, oben ins Genick. Ich kenne ja. Das nur von Katzen. Genau, das ist ganz typisch. Die Mutter greift immer die Welpen oben im Nacken. Und das ist für das Tier in keinster Weise schmerzhaft. Ich mache das auch immer nur auf einem sehr kurzen Weg. Sie hat sonst noch zusätzlich ein Geschirr an, nicht nur ein Halsband. Und dann kann ich auch in das Geschirr reingreifen, weil das dann eben die ganzen Brustkorb umschließt. So, wie viel Arbeit macht sie Ihnen denn wirklich? Macht sie mehr Arbeit als ein Hund? Deutlich mehr. Man muss also wirklich sehr, sehr viel Zeit haben. Man muss sein ganzes Leben umkrempeln. Ansonsten funktioniert es nicht. Also sie ist ein Wildtier, sie wird auch als Wildtier sterben. Aber ich habe ihr beigebracht, dass sie aufs Katzenklo geht. Ich habe ihr beigebracht, mit welchen Dingen sie spielen darf, mit welchen Dingen nicht. Sie springt mir nicht auf den Tisch. Aber schläft sie in ihrem Bett? Sie schläft auch bei uns im Bett. Das ist auch insofern sehr wichtig, weil sie dann einfach die Nähe hat. Wir reisen im Wohnmobil, da wäre jetzt auch gar nicht viel mehr Platz. Da muss sie mit im Bett schlafen. Aber sie zwickt mir vorsichtig in den Fuß, wenn sie aufs Klo muss. Und dann mache ich das Licht an, dann darf sie dann runter zum Katzenklo. Und dann stellt sie sich auf ein Höckerchen, damit ich sie auch wieder hochnehme ins Bett, damit sie weiter mit uns kuscheln kann. Okay, also wenn Sie irgendwo Rolf Niggemeier mit dieser kleinen Füchsin sehen, nicht erschrecken, die ist ganz zart, ganz zahm. Und will eigentlich nur spielen, ja? Kann man das so zum Abschluss sagen? Ja. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Vielen Dankeschön. Dank.